Mindener Tageblatt. Dieser Ziegenbock von Friedrich Dörrmann aus Petershagen ist bei einem Promi eingezogen. Nicht bei irgendeinem, sondern bei Geißbock Hennes dem 8. Er ist das Maskottchen des 1. FC Köln und der ganze Stolz des Fußballvereins. Hennes und der Neue aus Petershagen wohnen zusammen im Kölner Zoo und verstehen sich prima. Auch wenn es auf diesem Foto ein bisschen anders aussieht. Der Bock aus Petershagen, der jetzt übrigens Johannes heißt, kam durch Zufall in sein neues Promi-Zuhause. Denn eigentlich wollte Zoo-Kurator Bernd Markordes im Internet nach Zwergziegen schauen. Doch dann sah er den Bock von Dörrmann. Ich war so mitten in der Arbeit und dann kam der Anruf und ich habe es irgendwo erst akustisch und auch vom gar nicht verstanden. Und dann hat der Herr Markordes gedacht, Moment, es verhält sich hier so, Sie sind nicht im Radio, Sie werden nicht verarscht und es ist mein vollkommener Ernst und ich bin Kurator des Kölner Zoos. Mitgebracht hat Johannes übrigens auch eine Dame, und zwar Ilse. Sie wohnt gerade im Streichelzoo und liebt die Besucher. Zu zweit sollen sie in Zukunft für Nachwuchs sorgen. Und wer weiß, vielleicht darf unser Johannes demnächst ja auch ein bisschen Stadionluft schnuppern.